Was hast du gefunden? Ja! Ambulanz! Nein, ich kann nicht einsteigen. Ja, Leute, was geht ab? Euer Beats heißt euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Labyrinthen-Video auf meinem Kanal. Heute der Gegner. Ich habe ihn mir rausgesucht, ein Pinguin. Der liebe Fabo. Moin, moin. Moin. Hallöchen. Und zwar zeige ich euch, was es heute so gibt. Wir haben heute wieder ein Labyrinth mit verschiedenen Kisten in sich drin. Und ich habe das Ganze ein bisschen umgebaut jetzt. Also es gibt hier rote Glasblöcke diesmal als Trennwände. Und generell hat der liebe Mineclex und so ein bisschen umgebaut. Also es wird richtig cool. Konzept ist ein bisschen anders als beim letzten Mal. Ihr könnt mir trotzdem weitere Ideen in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch jetzt allerdings viel Spaß bei diesem Video, bei diesem riesigen Labyrinth. Wir legen los. Lasst einen Daumen nach oben da, falls euch das ganze Konzept gefällt. Ansonsten weitere Ideen, wie ich schon gesagt habe, in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal. Jeden Tag gibt es neue Minecraft-Videos auf meinem Kanal. Wir legen los. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. So, lieber Fabo, folgt mir einmal bitte zu unseren Anfangschests. Deine ist die rechte, meine ist die linke. Wir haben heute als Anfangsstartkapital quasi eine Obsidian-Pickaxe, 64 Eichenholzbretter, Epic Burger und zwar 64 davon. Ansonsten dann noch eine Endertruhe und ein Unicycle, das ist ein Einrad, liebe Freunde. Mega cool, komm, wir setzen beide mal unser Einrad hier hin, damit wir ein bisschen schneller am Start sind heute durch dieses Labyrinth als beim letzten Mal. Finde ich eine gute Idee. Ihr könnt mir trotzdem weitere Ideen in die Kommentare schreiben, wie wir es beim nächsten Mal machen sollen. Vor allem aus was dieses Labyrinth bestehen soll beim nächsten Mal. Es kann Wasser sein, es kann ein Feuerlabyrinth sein, es kann ein Diamantenlabyrinth sein, es kann alles sein. Schreibt mir Ideen in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt wirklich mit dem Looten. Heutiges Konzept in diesem Labyrinth-Battle lautet wie folgt. Heute, liebe Freunde, haben wir einen Timer am Start. 7 Minuten insgesamt Zeit, das heißt keine einzelnen kürzeren Zeiten wie beim letzten Mal. Wir haben 7 Minuten Zeit, du kannst einfach schon losgehen. Hast du schon einen Ausweg gesucht, den du nehmen möchtest? Ich nehme... Dann nimm einfach da irgendwas. Ich nehme hier auf der Seite irgendwas. So, Timer läuft und beginnt in 3, 2, 1, go! 7 Minuten Zeit heute hier durchzufahren, würde ich schon sagen. Moment, ich nehme doch den anderen Durchgang, denn da sehe ich schon. Ja, die erste Chest. Wir haben die erste Chest. In jeder Chest ist ein Lucky Block. Das habt ihr euch gewünscht. Und dann noch ein paar andere Sachen. Hier haben wir zum Beispiel einen Zauberstart am Start. So, was ich mache, ich baue die Kisten mal ab, damit ich mich nicht später verwirre oder so. Oh, ich sehe schon, Fabo hat auch die erste Kiste. Oh, mit der Obsidian Pickaxe dauert das aber ziemlich lange, fällt mir gerade auf. Ich glaube, das geht mit der... Ah, ne, ja! Du musst absteigen. Man muss absteigen. Nein, aber jetzt lohnt sich das nicht mehr. Oder? Lohnt sich das noch? Ne, die ist fast durchgebrochen. Nein! Wie lange du wieder Gegner hast? Fabo ist schon wieder weg. Okay, nächstes Mal absteigen, das habe ich mir jetzt gemerkt. So, dann können wir jetzt wieder hier raus. Und dann gehe ich mal durchs andere... Ja, durch den anderen Eingang rein. Okay, dann geht's hier weiter. Ich glaube, hier könnte man schon irgendwie durch die nächste oder zur nächsten Chest. Jawohl. So, was haben wir hier? Wir haben eine Thompson, also eine Waffe. Ein Lucky Block wieder. Und ansonsten ein Thompson Magazin. Okay, auch nicht schlecht. So, absetzen und abbauen. Gun, Junge. Als ob du hast du eine Gravity Gun bekommen? Ja. Okay, krass. Herzlichen Glückwunsch. So, nächste Chest. Wir haben wieder einen neuen Zauberstab bekommen. Okay, wunderbar. Nehme ich gerne an. So, da ist die nächste Chest. Okay, heute geht's aber richtig rund mit den Chests. Wir haben noch 5 Minuten 30 Zeit. Ich habe auch eine Gravity Gun. Nice. Es gab zwei verschiedene Gravity Guns und wir haben beide jetzt eine bekommen. Nachdem wir hier alle Kisten rausgelootet haben und so weiter und so fort, gibt's natürlich die Zeit, Lucky Blöcke abzubauen. Plus dann noch am Ende... Oh, nice! Lucky Block Plural. Plural OP Apple. Plural Apple. Und Plural OP Boxen. Also auf jeden Fall, danach bauen wir die Lucky Blöcke ab. Und dann gibt es natürlich wieder ein spannendes PvP-Battle am Ende zwischen uns beiden. Das ist ja logisch. Hier ist aber die nächste. Ich dachte, komm, du klaust mir meine Kisten. Ja! 3 OP Lucky Block Plural Blöcke. Nice. Also mit plus 100 und so weiter. Oh, yo. Was los? Warum? Was ist nichts. Okay. Nichts gefunden. 3 Rainbow Lucky Blöcke. Was hast du gefunden? Ein Raketenwerfer eventuell? Als ob! Okay, da muss ich mich beeilen. Ich muss auch gute Sachen finden. Komm. Da ist die nächste Chest. Es geht ab. So, eine Barrett. Okay, nice. Eine Barretta. So, und dann setzen wir uns wieder ab. Ich hab, was ist das? Ein Barretta-Magazin, okay. So, ein Lucky Block Preston und eine... Ja, okay, das ist auch nicht schlecht. Das sind 6 Ender-Lucky Potions. Okay, ist echt gut. Alter, was finde ich hier? Was hast du gefunden? Ich finde die Einräder auch eine krasse Rüstung. Eine krasse Rüstung? Die Einräder finde ich tatsächlich gut. Ja, ich muss hoffen, wenn ich jetzt keine Rüstung und keine Schwerter finde. Es gibt auch Schwerter hier versteckt. Aber ich muss dann hoffen, dass ich aus den Lucky Blöcken irgendwas bekomme. Ansonsten sind wir wirklich aufgeschmissen. Also kein Schwert im PvP-Battle gegen Fabo. Das ist gleich tot, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch hier gerade irgendwo am Ende der Welt angekommen bei der Kiste. Ein Nightmare und Poison Orb. Okay, die brauche ich nicht. Poison Orb, tatsächlich nicht so gut. Den lassen wir hier drin. Fire Orb ist gut, ja. Haste Orb, auch nicht schlecht. Und ein Jumping Orb.
Nehme ich auch mit. Allerdings, was ich jetzt mache, ich setze hier meine Ender-Chest hin und loote alles mal da rein, damit ich ein bisschen Platz habe. Ja, genau. So, ich habe jetzt Eile, Sprungkraft und Feuerschutz. Ich kann hier sogar fast drüber springen, aber das ist natürlich gecheatet, das darf man nicht. Standest du gerade auf der Mauer oben? Ja, ich konnte da hochspringen, tatsächlich. Aber ich hab's nicht gemacht, also jetzt keine Angst. Okay, hier ist eine Sackgasse. Schnell den weiteren Ausweg finden. Wir haben noch 1 Minute 45 Zeitfarbe, also nicht mehr viel. Oh oh. Also ich bin echt froh, dass wir hier so ein Einrad haben. Ansonsten wäre das viel langsamer. Das ist echt cool. Es gibt ja auch noch andere Sachen. Es gibt hier Motorräder, es gibt Warte, wenn ich jetzt Autos. Hier was gefunden habe. Ja? Auch ein mobiles Fahrzeug. Darf ich das dann hernehmen? Ja, eigentlich schon, ja. Was hast du gefunden? Ja! Ambulanz! Nein, ich kann nicht einsteigen. Oh ach, Mann. Scheiße. Kann ich von der anderen Seite einsteigen? Nee, geht nicht. Also. Schade. Mann, das packt jetzt. Okay, ich habe mein Einrad wieder zurück. Okay, hier ist die nächste Chest. Ich habe, glaube ich, gerade vergessen, die Chest abzubauen. Nicht so gut. Okay, hier habe ich aber noch. Ein jetzt paar mit dem Auto hier durch. Eine LSW-Waffe und ein Schrohlack-Block. Wunderbar. Jo, wie es was geht. Jo, als ob, wie viele Autos hast du? Was? Mit dem Auto dadurch? Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ja, es klappt. So, die Chest, ein Plural Lucky Ball, ein Plural Block. Und die Kiste bauen wir direkt wieder ab. Wir haben nur noch 30 Sekunden Zeit. Oh mein Gott, schafft man jetzt noch irgendwie eine Kiste hier zu finden? Ich glaube nicht. Also hier sieht's echt nicht nach Kisten aus in der Nähe. Da muss ich... Oh doch, da hinten ist einer. Ich habe noch eine letzte gefunden. Oh Gott, ich hoffe, ich komme da noch hin. Zeit, das wird die letzte sein. Sechs Fortune Orbs, ein... Lucky Block. Bei mir geht's hier im Kreis, hoffentlich schaffe ich das noch. 10 Sekunden hast du noch Zeit, Fabo. Oh shit. Ich weiß tatsächlich nicht, wo ich hin muss. Ne, wieder Sackgasse. Ich finde keine Chest mehr. Hast du sie noch gefunden? Ja. Okay, das ist die Chest von gerade. Und Quacky, die Ente, ist da. Es ist vorbei. Wir befinden uns jetzt über dem Labyrinth, also der ist quasi unter uns, in einer gesicherten Box und hier dürfen wir unsere Lucky Blöcke öffnen. Wir haben auch beide noch eine Endertruhe dazu bekommen, damit wir die hier hinsetzen können, um unsere Lucky Blöcke rauszuholen und so weiter. Also wir haben schon ordentlich Lucky Blöcke am Start, muss ich sagen. Bei dir sieht es auch gut aus, was Lucky Blöcke angeht, oder wie? Ja, ich habe auch ein paar. Ja, okay, dann ist ja gut, ich wünsche viel Glück. So, wir bauen jetzt einfach mal ab. Moment, ich packe lieber mal alles Unnötige hier rein, was ich nicht brauche, damit ich nicht noch irgendwie was verliere am Ende. Goldrüstung, ich habe gewonnen. Goldrüstung, die OP-Goldrüstung. Ich habe einen Lucky Bow bekommen, nicht so stark. Ein Cool Sword. Ja, das ist gut. Wenn das kein Troll Sword ist, ist das echt gut. Living Sword, nice. Das gibt mir extra Health, wenn ich es im Inventar habe. Ne, wenn ich es in der Hand habe. Hat sehr, sehr viele... Ja, okay, Angriffsschaden geht sogar. Aber die Gesundheit ist echt gut. Und unzerstörbar, muss man auch noch dazu sagen. Ich habe hier so einen Sack bekommen. Ink of Magic, Real Knockback. So. Ein Sack. Ein Tintensack, meine ich. So, warte mal. LOL! Alter, wie warte, geil. Ich spring mal. Hä? Wenn du springst, hat das 0-0. Nein. Okay. Hä? Fabo hat no Knockback? Wow! No. LOL! Krass, okay, das Ding ist krass. Fabo hat no Knockback. So, was habe ich hier? Broken Endium Helmet. Aber ich habe Lava Mob Leggings. Nice. Ich muss echt nochmal sagen, Leute, dass solche Projekte immer ein bisschen mehr Zeit benötigen als andere. Deswegen würde es mich echt freuen, falls ihr den Daumen nach oben da lasst. Ich will einfach, dass euch solche Projekte gefallen. Mir persönlich macht Spaß, dem Fabo hoffentlich auch. Überhaupt nicht. hier teil zu sein. Und ja, deswegen würde es mich echt freuen, falls ihr so eine kleine Unterstützung mit einem Like da lasst. Wir haben noch einen letzten Lucky Block, einen Rainbow Lucky Block. Und wir bekommen eine Furious Shovel. Okay, die macht nicht so viel Angriffsschaden, aber die macht mir auch Selbstschaden, wenn ich irgendwas schlage. Glaube ich, oder? Ne, wenn ich abbaue. Also brauche ich die, glaube ich, am Ende doch nicht. Okay, ich glaube, ich bin fertig. Mal gucken, was ich noch in meiner Ender-Chest habe. Da rüste ich mich mal jetzt so komplett aus. Alter, Beats, guck mich mal an. Yo, was ist das für eine Rüstung? Die hat Flügel. Kannst du fliegen? Ne, die hat doch keine Flügel. Das sah nur so aus. Alter, ich kann voll hoch springen. Krass. Die ist, glaube ich, echt nicht schlecht. Also, das ist jetzt alles, was wir haben. Ich sehe keinen Lucky Block mehr. Was machen diese Plural OP-Boxen? Das will ich noch wissen. Nichts? Was bringen mir die denn? Keine Ahnung. Ich hatte, by the way, mit meiner Rüstung vorhin Knockback Resistance. Deswegen. Ja, okay, dann macht's Sinn. Also ich guck mal, was ich mir hier zusammenstelle und sobald wir fertig sind, werdet ihr gleich sehen, wie unser Equipment für das Battle gegen Farbe aussehen wird. Ah, ich sehe gerade, man kann die Fortune Orbs noch werfen und da kommen Sachen raus. Also quasi wie ein Lucky Block oder so. Hier, feel the pain and die. Oh nein! Alter, hier ist über Lava gespawnt. Aber wir haben einen Lava Orb, deswegen kriegen wir gar keinen Schaden dadurch. Everyone is now banned from YouTube. That was a joke. Einen habe ich noch und was kommt da raus? Ein kleiner Toast. Alter, der greift mich an, der macht überall viel Schaden. Lol, was geht denn bei dem? Leute, wir battlen uns heute hier. Wir sind fertig, beide ausgerüstet. Das ist das, was ich behalten habe. Also, ich habe... Mein Helm vergessen sich gerade.
Ich habe meinen Helm doch nicht vergessen. Ich habe mir jetzt einen Dia-Helm angezogen. Der ist gerade kaputt gegangen, weil der sowieso schon broken war. Alles gut. Okay, also wir haben ja die verschiedenen Orbs drin und dann generell Zauberstäbe. Wir haben Waffen. Wir haben dieses Living Sword, was ich hier benutzen will. Vor allem, weil das sehr, sehr gut ist. Eine Gravity Gun, die kann auch ein bisschen Schaden machen. Äpfel hier und da. Also wir haben richtig gute Sachen am Start. Natürlich für alles auch Munition. Ich hoffe, unsere Zauberstäbe funktionieren. Auf keine Ahnung. Bist du bereit, Fabo, für das erste Battle? I am ready. Es wird ein Best of 3 und geht los. 3, 2, 1. Let's go. Okay, ich sehe schon, meine Zauberstäbe klappen irgendwie nicht. Die waren aber immer ein bisschen komisch. Zauberstäbe, alles gut. So, dann mach ich mal weiter hier. Damit. Ich glaube, das wird ganz nice. Was? Ich kann nicht zielen? Doch, ich kann zielen. Alter, okay, ich weiß aber nicht, ob ich dir und die Schaden mit dir mache. LOL! Okay, Blue Apple geht. Oh! Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, danke, danke, dass das geklappt hat. So, Moment, jetzt aber. Bam! Ey, kann ich schießen? Ah, jetzt. Aufladen, muss aufladen, bevor du schießt. Ja, ich weiß. Oh Mann, wo bist du? Alter, das ist echt tricky. Geh drauf! Da. Oh, ja. Wo ist das? Okay, ich hoffe, ich mach dir Schaden. Du machst dir auf jeden Fall Schaden. So, komm. Jawohl. Okay, komm. Schlag ihn in die Lava. Nein. Oh Gott. Ja, er brennt. Oder? Kriegt der Schaden? Ich weiß es nein. nicht. So, was wir auch machen können, wir können auf den lieben Fabo. Wir können auf den Fabo Blöcke werfen. Alter, nein, du hast den Block zerstört mit deiner Waffe. Hast du es gesehen? Ja. Oh Mann. Bam. Lauf da! Komm, Wallein. Nein! Yo. Painful Destroyer war zu stark für mich. 1-0 für Fabo. Zweites Battle kann beginnen. Jetzt werde ich ein bisschen mehr auf die wichtigeren Sachen im Leben setzen. Kein Ding. Du darfst schon schießen. Also irgendwann ist die Muni auch leer tatsächlich. Moment, die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Okay, die ist tatsächlich echt nicht gut vom Aim her. Tatsächlich sehr, sehr schwierig. Alter! Ja, er ist in der Lava. So, wir fressen uns noch sowas. Und was soll ich denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann dich gar nicht töten, habe ich das Gefühl. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich schmeiß dich mit Blöcken ab. Jetzt bekomme ich ein bisschen Damage. Ja, okay, das ist gut. War kaum Mann. Damage. Ja, deine Rüstung ist kaputt gegangen und ich hab dich. Geil. So, wir können dann mal unser letztes Battle starten. Let's go. Ich gebe mal mein Bestes, aber kann nichts versprechen. Schade, okay. Dass meine Zauberstäbe nicht klappen. Ich kann auch sein, dass die irgendwo anders auf einem bestimmten Knopf klappen, aber ich weiß es gerade nicht. Bin ich so der Zauberstab-Fanatiker. So, diese Waffe bringt mir tatsächlich Alter. Jetzt nichts mehr. Treff ihn! Nein, Alter, wieso spawnen einmal Hunde bei dir? Plural Apple, hilf mir. Okay, nice. So. Ich bin geslowt oder irgendwas? Ich habe auch Effekte bekommen, aber ich weiß auch nicht woher. Ah! Ja. Nein, ich habe gar keine Muni mehr für meine Waffen. Ich habe nichts mehr. Alter, was? Was? Wieso warst du One-Hit? Ich weiß nicht. Ich habe so viele Effekte bekommen. Auf einmal bist du One-Hit. Ich glaube, ich habe so eine krasse Stärke oder so. Nice. Alter, als ob ich noch gewonnen habe, hätte ich nie im Leben gedacht. Also, das war das Labyrinthen-Battle für heute. Wie gesagt, weitere Ideen in die Kommentare. Danke an Fabo fürs Mitmachen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Daumen nach oben und abonnieren, meine lieben Freunde. Bis morgen, euer Beats.